Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tech It. Ja, ich würde heute mal gerne unser automatisches Crafting-System erweitern. Das hier unten, ne? Es gefällt mir immer noch so gut. Vorher möchte ich mal kurz unsere Diamantenproduktion angucken. So, 4 Stück schon wieder. Oh, das ist doch nett. Das ist nett. Und was ich mir eigentlich schon überlegt hätte, hier die Sachen, wo quasi, die Pipes, jetzt ist es mir eingefallen, auch so ein Shit, ey. Wo die Pipes verlaufen, könnte man doch eigentlich auch irgendwann so Glaswege machen. Das wär's doch, ne? So, ich brauche meinen Destruction Catalyst. Ja. Sollte vielleicht vorab mal hier ein bisschen was in meine Bag reinschmeißen. Alles, was ich im Moment nicht so brauche. Ich brauche eigentlich im Moment gar nichts. Das hier. Ja, das Einzigste. Ein bisschen Fuel brauche ich. Und dann werden wir hier mal anfangen. So, einmal. Zweimal. Ja, genau. So passt das. Jetpack for the win. Dankeschön. Noch eins. Genau. Ich hoffe, da geht jetzt nichts kaputt. Und hier sollte ich vielleicht vorab mal die Kiste abbauen. Genau. Ich hatte doch sowas wie eine Axt. Die bräuchte ich im Moment mal. Die Schaufel kann ich hier reinpacken. Die muss sowieso repariert werden. Und die Spitzhacke eigentlich auch. Ja, wird schön repariert. So soll es sein. Einmal die Axt auspacken. Pum, pum. Zack, zack, zack. Ups. Okay, dann bräuchte ich auch noch diese Crafting Table. Die sollte ich mir vielleicht vorher mal machen. Wie geht's denn eigentlich unserem Jetpack? Das könnten wir währenddessen auch mal aufladen. Einmal hier rausnehmen und einmal hier reinpacken. Okay, ich brauche die Table. Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, Automatic Crafting Table. Ich brauche eine Menge Holz. Was haben wir denn noch an Holz? Hier haben wir noch Holz. Und hier. Aber das reicht nie und nimmer. Wald, ich komme. Und unsere Gummibäume. Ich sollte vielleicht mein Jetpack mitnehmen. Da bin ich ein bisschen flotter unterwegs. Ist das denn schon wieder aufgeladen? Aber natürlich. Zack. Hallo? So. Ach, unsere Quarry baut auch schon schön ab. Jetzt ist wie gesagt, der Zeitpunkt gekommen, an dem die hier wirklich auch Sachen findet. So, wo gehe ich denn hin zum Holzfällen? Warum steht denn hier immer noch was? Ah ja. Au. So, ist jetzt hier alles rausgefallen? Au! Sieht so aus. 1, 2. Hier haben wir noch Öl. Mit Öl sollte ich auch... Zombie, was machst du da denn? Oh, und da ist ja die Schlucht. Genau. Da war ja was. Oh, da hinten sind schön große Bäume. So. Her damit. Ach kommt. Da ist doch ein richtig schöner Wald. Da holzen wir jetzt mal durch.
Und da hinten erst. Oho. Beim Vulkan. Gummibäume. Flieg, flieg, wie du noch nie geflogen bist. Ha! Da kommt doch anständig was runter. Dankeschön. Zack. Komme ich da nicht hoch? Dann eben so. Im Flug geht's auch. Da ist aber immer noch was drin. So, mitnehmen. Da liegt auch noch was. Und ich habe mal die Helligkeit ein bisschen hochgestellt. Denn ich habe das selbst so ein bisschen gemerkt, dass das teilweise ein bisschen dunkel war. So, den noch. Da ist doch noch ein etwas größerer Baum. Baum, du musst sterben. So, das dürfte eigentlich schon reichen, oder? Ach, der da hinten möchte auch noch. So. Aber das sollte jetzt wirklich mal reichen an Holz. So, mitnehmen. Da fällt auch noch was runter. Einmal hier durch den Baum fliegen. Hier noch reinfliegen. Okay. So. Oho. Na, guck mal einer an. Was hier noch Holz rumliegt, das darf man natürlich nicht verkommen lassen. Genauso wie hier. Und das ist echt schade, dass ich quasi die nicht wirklich, komplett abbauen kann. Da laufen wir mal durch hier. So. Na, ist da vielleicht ein Sapling für mich dabei? Ich bräuchte nämlich bald wieder ein paar. Aber es sieht mir fast nicht so aus. Die Saplings sind hier doch sehr mager. Und es ist schade, dass hier quasi der Timbermod mit den Gummibäumen nicht funktioniert. Aber ich bin ja froh, dass er überhaupt funktioniert. Denn wenn ich überlege, dass ich hier normal Holz sammeln müsste... Oh, da liegt ein Sapling. Okay, dann geht's mal zurück. Denn wir haben ja keine Zeit. Was macht eigentlich die Birke da oben? Sieht ja sehr lustig aus. Da, da, da. Ach ja, unsere schönen Häuser hier. Und sobald mein automatisches Crafting-System fertig ist, werde ich mich hier mal ein bisschen um den Anbau kümmern. So, dann hätten wir das. Wie viel Table könnten wir denn noch bauen? Also auf alle Fälle vielleicht noch so eine Reihe. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 15 Stück. Ja, die würde ich sagen, bauen wir noch. Ich hoffe nur, mir reichen meine Pipes dazu. So, einmal das hier. So. Also, wir brauchen erstmal, kurz gucken... 15, 60 Zahnräder. Ja. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen viel. Aber nur ein bisschen. So oft wollte ich eigentlich gar nicht drücken. Ja, ne? So. 1, 2, 3, 4. So. Mal hier den Mauszeiger durchschwingen. Ja, wohl. Brauchen wir schon einiges. So 50, 60 Zahnräder. Ja, ist doch ein bisschen viel gewesen.
Aber naja, was soll's. Als nächstes brauchen wir nochmal. Nee, nicht Rubber Wood, das normale. Denn wir brauchen noch Crafting Table, 15 Stück. Das waren ja die normalen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passt. So, einen hier rein und meine Zahnräder hier rein. Und es wird schon wieder Nacht. So, 15 Table und wir gehen mal kurz pennen. Eine gute Nacht. Gute Nacht, habe ich gesagt. Und einen guten Morgen. Okay, dann geht es weiter. Einmal die Tür auf und einmal hier nach unten. Zack. Ja. Dann einmal hier. 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 Und da bräuchte ich jetzt kurz meine Spitzhacke. Ach, die ist auch wieder voll. Das passt. So. Und jetzt hier gleich mal wieder nach unten buddeln. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und Moment, das mache ich am besten so, so und so. Genau. Das natürlich alles einsammeln. Ich habe doch hier noch die Dinger dabei, die Bricks. Nein, da muss wieder Erde rein. Moment mal, hier muss ich ja auch noch, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Genau. Hier fehlt noch einer. Hier genauso nach hinten und hier. Nein, hier. Nicht verschwenderisch sein. Wir hatten doch hier sicherlich ein bisschen Erde. Da muss dafür mal kurz das Brot weichen. Zack. So. Und so. Und hier noch zu machen. Dann geht's ja im Prinzip hier weiter. Da kann ich trotzdem wieder zwei freilassen. Das waren ja zwei, oder? Genau. Eins, dann hier. Hier, hier und hier. Nein. Ich hoffe, der geht jetzt nicht kaputt. Sieht mir aber fast so aus. Habe ich natürlich nicht dabei. Ich probiere es lieber mal vorher so. Sicher ist sicher. Nö. Okay. Ha, er lebt noch. Sehr schön. Ja, ich darf sogar noch weitergehen. Ich hoffe, ich treffe jetzt hier nicht gleich auf irgendeine Leitung oder so. Einmal, zweimal, dreimal. So. Ich muss noch eins weiter. Denn dann kann ich hier auch gleich reingehen. Zack. Na, das Uran sollte ich mir vielleicht abbauen. Wer weiß, für was wir das noch gebrauchen können. Meine Bricks. Wir haben keine mehr. Erstmal hier. Moment mal, nee, das geht noch nicht. Ich brauche Bricks. Haben wir da noch zufällig welche?
Holz, Holzteile. Moment, Ziegel, hier. Nee, haben wir noch Stone? Ja, nicht gerade viel. Nicht gerade viel. Gib mir mal ein bisschen Cobblestone. Gleich mal den Ofen hier wieder anschmeißen. Wofür haben wir ihn denn? Geht ja relativ fix. Ja, das sind nicht wirklich viel. Aber sollte fürs erste Mal reichen. Da sollte der nicht hin. Eine hier noch und eine hier noch und zwei hier. So, dann nochmal die letzte Reihe hinknallen. Okay. Dann brauche ich meine Pipes. Wie viel habe ich denn da noch? Wahrscheinlich so gut wie gar nichts mehr. Basic Logistic Pipes, Cobblestone, Diamond. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich darf jetzt dann bald, ne? Ihr wisst schon. Ach ja. So, Basic Logistic Pipes. Also das heißt, ich brauche jetzt wieder 15 von den Crafting Pipes. Hier mal löschen. Und mir mal die Pipes anzeigen lassen. Also ich brauche 10. Das heißt, ich brauche noch... Ja. Also ich brauche jetzt als allererstes mal 2 Diamantzahnräder. Zack, zack, zack. Aus den Diamanten machen wir wie immer Stein. Ich weiß, ich könnte mit jetzt auch craften lassen, aber das ist ja gerade alles nicht angeschlossen. Aus Stein machen wir Eisen. Wieso habe ich denn hier eine Pressure Plate? Oh, auch nicht schlecht. Wahrscheinlich von vorhin, als ich die Bricks gebaut habe. Dann 2x Gold. Da hatten wir auch noch was in der Tasche, oder? Wir haben kein Gold mehr. Haben wir denn noch Gold hier hinten, ne? Nein. Nein. Wir haben kein Gold mehr. Das heißt, ich werde mir mal kurz ein bisschen was erschummeln, da wir eh so viel Zinn haben. Zinn bis zum Umfallen. So, einmal hier mit hin. Einen Eisenbarren hier, Eisenbarren sage ich schon, Goldbarren. So, 12 Stück. Ja, dann bleiben noch 4 übrig. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir brauchen hier 2 und dann brauchen wir noch Diamanten. Habe ich die noch in der Tasche? 5 Stück. Reicht nicht, wir brauchen 8. Ja, gut, dass wir das Ding schon angeschlossen haben. Denn sonst hätte ich jetzt ein Problem. 1, 2, 3, 4. Mal kurz das Bronze hier rausnehmen. Das braucht im Moment kein Mensch. Und, Glas. Haben wir hier noch. Einmal Glas. Nein, das waren jetzt... Ach du Scheiße. Ich hätte mir so viel Rohstoffe sparen können. Okay. Aber die brauchen wir später eh noch. Also hier die letzten 2 Diamanten, Diamond, Transport Pipe. Okay, Basic Logistic Pipes und wir brauchen viel mehr Gold. Wir brauchen viel mehr Gold. Und der ist natürlich, ne, dachte ich mir schon fast. Wir haben doch sicherlich noch ein bisschen Zinn. Komm, ne, das war Silber. Rück mal raus, das Zinn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so kann es gehen, wenn man sich hier denkt, ja, so und so geht das, ne? Und, es geht aber doch nicht so.